Du lässt dich lieber aufschneiden, als das Kind auf normalem Weg zur Welt zu bringen. Was ist denn los mit dir? Hast du Angst? Hättest du Lust, ein Kind zu gebären? Ja, aber man lässt mich nicht. Ich mische mich ja nur ungern ein, aber ich glaube, Tanja weiß wirklich, was am besten für sie ist. Sie tut so, als sei die Geburt ein Friseurtermin und sie arbeitet so viel. Wir wollten Flitterwochen machen. Also ich wäre ganz gern noch ein bisschen länger auf Mallorca geblieben, aber wer musste denn unbedingt zurück, um seine Schwester vor dem Knast zu retten? Okay, dann holen wir die Flitterwochen nach und zwar jetzt. Komm, worauf wartest du? Jederzeit, an jedem Strand der Welt, wenn ich meine Bikini-Figur wieder hab. Komm schon, wenigstens ein Wochenende. Ich kenne da ein wunderschönes kleines Hotel an einem kristallklaren See im Tessin. Ist doch irgendwie süß. 2-3 Tage. Wir könnten sofort los. Okay, also wenn schon kristallklarer See, dann unter Wasser. Bitte? Schnorcheln. Taucherbrille, Flossen und so. Kannst du das besorgen? Ja. Na klar, kein Problem. Wie lange brauchst du mit dem Packen? Och, wenn Marlene mir hilft, so 2 Stunden. Alles klar. Ich hol dich ab. Urlaub, wir kommen. Du willst doch überhaupt nicht schnorcheln. Nein, natürlich nicht, aber ich wusste nicht, wie ich ihn loswerde. Werdende Väter sind leicht zu täuschen. Genau darüber wollte ich mit dir sprechen.